ist das Masterpiece-Spielfeld. Es gibt 15 Aufgaben, die in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden können. Ihr müsst nicht alle Aufgaben abschließen. Versucht einfach, so viele wie möglich in den 2,5 Minuten eines Robot-Game-Matches zu schaffen. Nur die Punkte eures besten Matches werden gezählt. Euer Roboter muss vollständig aus einer der Startzonen starten und ihr solltet ihn so programmieren, dass er zu einer der beiden Homezones zurückkehrt. Ihr könnt euren Roboter zwischen den Läufen verändern, während er sich in einer der beiden Homezones befindet. Freundliches Miteinander bezeichnet die Art und Weise, wie wir die Grundwerte der First LEGO League leben. Das Robot Game ist eine wichtige Gelegenheit, um freundliches Miteinander zu erkennen, weshalb die SchiedsrichterInnen es bei allen Matches eines Teams bewerten. Euer Roboter und all seine Materialien müssen in die beiden Startbereiche passen und dürfen nicht höher als 30,5 cm sein. Falls alles klein genug ist, um in nur eine Startzone zu passen und unter 30,5 cm zu bleiben, erhaltet ihr die Bonuspunkte. Aufgabe 1. 3D-Kino. Verwandelt die 2D-Kinoleinwand in ein 3D-Erlebnis. Der kleine rote Balken des 3D-Kinos ist vollständig rechts vom schwarzen Rahmen. Aufgabe 2. Szenenwechsel. Ändert die Szenerie und beachtet, was das andere Team tun wird, damit ihr am Ende passende Szenen habt. Die rote Flagge des Theaters ist abgesenkt und die aktive Szenenfarbe ist blau, pink, orange. Bonus: Die aktive Szene beider Teams stimmt überein. Blau, pink, orange. Aufgabe 3. Intensives Erlebnis. Löst das intensive Erlebnis für den Zuschauer im Modell aus. Die drei Bildschirme für das intensive Erlebnis sind vollständig angehoben. Aufgabe 4. Masterpiece. Ihr könnt die Elemente in Beutel 4 verwenden, um das Lego-Kunstwerk eures Teams zu bauen. Bringt es zum Match mit und liefert es dann auf dem Podest im Museum ab. Das Lego-Kunstwerk eures Teams ist zumindest teilweise im Zielgebiet des Museums. Bonus: Das Kunstwerk berührt nur das Podest. Aufgabe 5. Augmented Reality. Dreht die Statue, um ein Augmented Reality-Erlebnis zu ermöglichen. Der orangefarbene Hebel der Statue ist vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Aufgabe 6. Licht- und Tontechnik. Bereitet das Konzert vor, indem ihr das Licht und den Ton einschaltet. Der orangefarbene Hebel des Lichts ist vollständig nach unten abgesenkt. Der orangefarbene Hebel der Lautsprecher ist vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Aufgabe 7. Hologramm. Bereitet die Bühne für die Hologrammkünstlerin vor, damit die Show beginnen kann. Aufgabe 8. Rollende Kamera. Lasst die Kamera die Schiene hinunterfahren, um die Filmszene zu drehen. Der weiße Pfeil der rollenden Kamera ist links von dunkelblau, aber rechts von mittel- und hellblau. Der weiße Pfeil der rollenden Kamera ist links von dunkel- und mittelblau, aber rechts von hellblau. Der weiße Pfeil der rollenden Kamera ist links von dunkel-, mittel- und hellblau. Aufgabe 9. Filmset. Stellt die Szene dar, indem ihr das Bootmodell mitzieht. Das Boot berührt die Matte und ist vollständig links von der schwarzen Szenenlinie. Die Kamera berührt die Matte und ist zumindest teilweise im Zielgebiet der Kamera. Aufgabe 10. Mischpult. Passt die Tonpegel im Studio für eine ideale Audioaufnahme an. Ein Schieberegler des Mischpults ist angehoben.
Aufgabe 11. Lichtshow. Aktiviert die Lichtshow auf dem Turm, indem ihr die Bügel anhebt. Der weiße Pfeil der Lichtshow ist in der Zone gelb, blau, grün. Aufgabe 12. Virtual Reality. Löst das Modell wiederholt aus, um eine kunstvolle Skulptur zu schaffen. Das Hühnchen ist intakt und befindet sich nicht mehr auf seiner Ausgangsposition. Bonus: Das Hühnchen ist teilweise oder vollständig hinter dem lila Punkt. Aufgabe 13. Druckmaschine. Zieht die Kreation aus der Druckmaschine. Der orange-weiße Deckel der Druckmaschine ist vollständig geöffnet. Der hellrosa Riegel der Druckmaschine zeigt gerade nach unten. Aufgabe 14. ZuschauerInnen-Transfer. Bringt die 7 ZuschauerInnen zu den Zielgebieten. Ein Zuschauer ist vollständig in einem Zielgebiet. In einem Zielgebiet ist mindestens ein Zuschauer vollständig. Aufgabe 15. ExpertInnen-Transfer. Bringt die ExpertInnen zu ihren Zielgebieten. Die folgenden ExpertInnen sind zumindest teilweise in ihren Zielgebieten. Sam, die Bühnenmeisterin, im Filmset. Anna, die Kuratorin, im Museum. Noah, der Toningenieur, im Konzert. Izzy, die Skateboarderin, im Skatepark. Emily, die Regisseurin für visuelle Effekte, im Kino. Präzisionsmarken. Je seltener ihr den Roboter außerhalb der Homezone unterbrecht, desto mehr Punkte behaltet ihr. Wenn ihr den Roboter außerhalb der Homezone unterbrecht, verliert ihr eine Präzisionsmarke. Auf dem Feld verbliebene Präzisionsmarken ergeben Extrapunkte. Denkt daran, dass die SchiedsrichterInnen euer freundliches Miteinander in allen Vorrunden-Matches bewerten werden. Denkt daran, die Robot-Game-Regeln zu lesen und im Verlauf der Saison die Website auf mögliche Updates zu überprüfen. Viel Erfolg!